Eine Zugfahrt als Zeitreise. 22 restaurierte Waggons im kolonialen Stil rumpeln durch Afrika. Die Fahrt führt einmal quer durch den Kontinent. Tansania, Sambia, Simbabwe, Botswana, Südafrika, fast 6000 Kilometer bis nach Kapstadt. Auf dem Weg liegen die sagenumwobenen Victoria-Fälle und spektakuläre Nationalparks. Und die Fahrgäste aus Deutschland und der Schweiz haben ihren 5-Sterne-Luxus immer dabei. Es ist der absolute Höhepunkt dieser Zugreise. Ein Helikopterflug über die Victoria-Fälle. Die Propeller laufen bereits auf Hochtouren. Die Eindrücke, die die Touristen jetzt erleben, stellen alles in den Schatten. Erst aus der Vogelperspektive erfasst man die Victoria-Fälle in ihrer ganzen Pracht. Die Fälle sind schon von unten so schön. Und jetzt so die Fälle im ganzen Ausmaß zu sehen, die Schönheit, das ist einfach irre. Es ist einer dieser einzigartigen Momente im Leben. Nach dem 24-Stunden-Ausflug geht's zurück zum Zug. Der Empfang ist natürlich standesgemäß Champagner zur Feier der Rückkehr. Alle reden über das Erlebte, während Zugchefin Marthe Marais sich um eine pünktliche Abfahrt kümmert. Als endlich alle 61 Fahrgäste an Bord sind, rattern die historischen Waggons durch Simbabwe. Katrin und Marco sind froh, wieder in ihrer eigenen Kabine zu sein, nach all den aufregenden Erlebnissen an den Victoria-Fällen und auf Safari. Vor allem Marco kann sein Glück kaum fassen. Jahrelang haben beide auf diese Reise gespart. Noch vor einem Jahr aber sah sein Leben ganz anders aus. Marco musste sich einer schweren Operation unterziehen, weil er nach mehreren Bandscheibenvorfällen kaum noch laufen konnte. Da hatten wir denn uns schon halt große Sorgen gemacht, wie soll das denn überhaupt werden mit der Reise? Kommen wir denn überhaupt in den Zug rein, wo das behindertengerecht war? Wir wollten diese Reise halt unbedingt machen. Wir hatten ja auch lange da Zeit dafür gekämpft und gespart. Und und umso mehr freut es mich persönlich natürlich, klar, jetzt wieder voll am Leben teilzunehmen, halt diese tolle Reise machen zu können. Und hier im Zug, da schuckelt es und da brauchst du schon deine Beine. Nun genießen Katrin und Marco das Ambiente in vollen Zügen, auch den Luxus der Kabine mit dem großen Bett und einem eigenen kleinen Badezimmer. Der Rovus-Zug ist ein kleiner Palast auf Schienen. Immerhin mindestens 13.600 Euro kostet der Spaß pro Person. Menschlich allerdings, sagt Marco, kann es zwischen den Gästen auch mal knirschen. Wir sind hier alle auf engstem Raum, das heißt, wir müssen halt einfach auch irgendwo miteinander klarkommen. Und wir haben sehr viele nette Leute kennengelernt, uns halt sehr gut unterhalten, viel Erfahrung ausgetauscht. Man muss nicht jeden mögen oder muss mich nicht mögen oder uns. Das ist einfach völlig irrelevant. Man kann sich hier auch auf dieser, ich sag mal, diesem Zug auch wunderbar aus dem Weg gehen, wenn es irgendwelche Spannungsverhältnisse gibt, die sich automatisch aufbauen, durch die Enge auch irgendwo. Deswegen streuen die Reiseleiter immer wieder kleine Ausflüge ein, wie etwa einen Sundowner auf einer Rinderfarm in Botswana. Der Zug kann hier einfach auf freier Strecke halten. Frische Luft, die Landschaft, selbst die eigentlich so hässlichen Maribus helfen, die Stimmung aufzuhellen, die im Laufe der fast 6000 Kilometer im Zug quer durch Afrika auch mal sinken kann. Andreas Lappe und seine Kolleginnen kennen das und versuchen, Stimmungsschwankungen auszubalancieren. Es gibt einfach Ermüdungserscheinungen. Die Leute sind sehr lange auf dem Zug gewesen. Es gibt natürlich Tage, wo man auch nicht rauskommt. Und man muss solchen Stimmungen natürlich entgegenwirken. Wir, meine Kollegen und ich, wir merken doch relativ schnell, wenn das passiert. Und es gibt natürlich einzelne Parteien und auch einzelne Personen, die so ein bisschen rausfallen. Die versucht man dann ganz vorsichtig wieder zu integrieren und versucht, dass diese Reibungen so klein wie möglich bleiben, auch im Interesse natürlich der anderen Gäste. Da kann man schon Einfluss drauf nehmen. Zurück im Zug empfängt die Crew die Fahrgäste mit einer Überraschung. Alle Kellner und Köche haben sich mächtig in Schale geworfen. Bunt ist das Motto, denn der Zug ist nun auf dem Weg nach Südafrika, jenem Land, das auch die Regenbogennation genannt wird.
Auch die Gäste haben sich schick gemacht. Selbst Zugchefin Marthe Marais hat ihr bestes Kleid aus dem Schrank geholt. Wir möchten jetzt ganz viele Farben haben auf unserem Weg nach Südafrika. Und deswegen sind wir alle so angezogen, ganz viele Farben. Wir haben die Gäste auch gefragt, ganz viele Farben anzuziehen heute Abend. Und dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Alle sind fröhlich. Kurze Zeit später aber ist Marthe Marais schon wieder in ihrer üblichen Arbeitskleidung unterwegs. Denn während die Gäste drinnen ein Drei-Gänge-Menü und edle Weine genießen, muss sich die Zugchefin zusammen mit ihrer Crew um frisches Wasser für die Waggons kümmern. Wir müssen jetzt den Zug ausfüllen mit Wasser. Das ist das letzte Bahnhof oder Station, wo wir Wasser bekommen können. Und dieses Wasser ist auch sauber. So, jetzt können wir das für den Zug benutzen. Wir brauchen noch Wasser für morgen früh, für die Leute zum Duschen und auch bestimmt in die Küche. So, wenn wir wieder in Südafrika sind, in Mafeking, dann können wir den Zug ausfüllen. Marthe kennt den Zug in- und auswendig. Seit 14 Jahren ist sie dabei, hat es vom Zimmermädchen zur Zugchefin gebracht. Nur Zeit zum Schlafen oder Essen bleibt ihr nun kaum noch. Nachts bin ich normalerweise wach, fast die ganze Nacht. Ab und zu schlafe ich durch den Tag. Morgens früh habe ich ein bisschen Zeit, das zu machen. Dann ist mein Deputy Manager in charge. So, und Essen macht man zwischendurch. Wenn man Hunger hat, dann isst man. Und es liegt eine lange Nacht vor der Zugchefin, denn am nächsten Tag steht schon der nächste Ausflug an. Angst im Tierreservat. Morgen haben Marco und Katrin Liesenberg eine eher mulmige Begegnung mit einigen Nashörnern. Und umso mehr freut es mich persönlich natürlich, klar, jetzt wieder voll am Leben teilzunehmen, halt diese tolle Reise machen zu können. Und hier im Zug, da schuckelt es und da brauchst du schon deine Beine. Nun genießen Katrin und Marco das Ambiente in vollen Zügen. Auch den Luxus der Kabine mit dem großen Bett und einem eigenen kleinen Badezimmer. Der Rovus-Zug ist ein kleiner Palast auf Schienen. Immerhin mindestens 13.600 Euro kostet der Spaß pro Person. Menschlich allerdings, sagt Marco, kann es zwischen den Gästen auch mal knirschen. Wir sind hier alle auf engstem Raum, das heißt, wir müssen halt einfach auch irgendwo miteinander klarkommen. Und wir haben sehr viele nette Leute kennengelernt, uns halt sehr gut unterhalten, viel Erfahrung ausgetauscht. Man muss nicht jeden mögen oder er muss mich nicht mögen oder uns. Das ist einfach völlig irrelevant. Man kann sich hier auch auf dieser, ich sag mal, diesem Zug auch wunderbar aus dem Weg gehen, wenn es irgendwelche Spannungsverhältnisse gibt, die sich automatisch aufbauen, durch die Enge auch irgendwo. Deswegen streuen die Reiseleiter immer wieder kleine Ausflüge ein, wie etwa einen Sundowner auf einer Rinderfarm in Botswana. Der Zug kann hier einfach auf freier Strecke halten. Frische Luft, die Landschaft, selbst die eigentlich so hässlichen Maribus helfen, die Stimmung aufzuhellen, die im Laufe der fast 6000 Kilometer im Zug quer durch Afrika auch mal sinken kann. Andreas Lappe und seine Kolleginnen kennen das und versuchen, Stimmungsschwankungen auszubalancieren. Es gibt einfach Ermüdungserscheinungen. Die Leute sind sehr lange auf dem Zug gewesen. Es gibt natürlich Tage, wo man auch nicht rauskommt. Und man muss solchen Stimmungen natürlich entgegenwirken. Meine Kollegen und ich, wir merken doch relativ schnell, wenn das passiert. Und es gibt natürlich einzelne Parteien und auch einzelne Personen, die so ein bisschen rausfallen. Die versucht man dann ganz vorsichtig wieder zu integrieren und versucht, dass diese Reibungen so klein wie möglich bleiben. Auch im Interesse natürlich der anderen Gäste. Da kann man schon Einfluss drauf nehmen. Zurück im Zug empfängt die Crew die Fahrgäste mit einer Überraschung. Alle Kellner und Köche haben sich mächtig in Schale geworfen. Bunt ist das Motto, denn der Zug ist nun auf dem Weg nach Südafrika, jenem Land, das auch die Regenbogennation genannt wird. Auch die Gäste haben sich schick gemacht. Selbst Zugchefin Marthe Marais hat ihr bestes Kleid aus dem Schrank geholt. Wir möchten jetzt ganz viele Farben haben auf unserem Weg nach Südafrika. Und deswegen sind wir alle so angezogen, ganz viele Farben. Wir haben die Gäste auch gefragt, ganz viele Farben anzuziehen heute Abend. Und dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Alle sind fröhlich.
Kurze Zeit später aber ist Marthe Marais schon wieder in ihrer üblichen Arbeitskleidung unterwegs, denn während die Gäste ein, wie etwa einen Sundowner auf einer Rinderfarm in Botswana. Der Zug kann hier einfach auf freier Strecke halten. Frische Luft, die Landschaft, selbst die eigentlich so hässlichen Maribus helfen, die Stimmung aufzuhellen, die im Laufe der fast 6000 Kilometer im Zug quer durch Afrika auch mal sinken kann. Andreas Lappe und seine Kolleginnen kennen das und versuchen, Stimmungsschwankungen auszubalancieren. Es gibt einfach Ermüdungserscheinungen. Die Leute sind sehr lange auf dem Zug gewesen. Es gibt natürlich Tage, wo man auch nicht rauskommt. Und man muss solchen Stimmungen natürlich entgegenwirken. Wir, meine Kollegen und ich, wir merken doch relativ schnell, wenn das passiert. Und es gibt natürlich einzelne Parteien und auch einzelne Personen, die so ein bisschen rausfallen. Die versucht man dann ganz vorsichtig wieder zu integrieren und versucht, dass diese Reibungen so klein wie möglich bleiben, auch im Interesse natürlich der anderen Gäste. Da kann man schon Einfluss drauf nehmen. Zurück im Zug empfängt die Crew die Fahrgäste mit einer Überraschung. Alle Kellner und Köche haben sich mächtig in Schale geworfen. Bunt ist das Motto, denn der Zug ist nun auf dem Weg nach Südafrika, jenem Land, das auch die Regenbogennation genannt wird. Auch die Gäste haben sich schick gemacht. Selbst Zugchefin Marthe Marais hat ihr bestes Kleid aus dem Schrank geholt. Wir möchten jetzt ganz viele Farben haben auf unserem Weg nach Südafrika. Und deswegen sind wir alle so angezogen, ganz viele Farben. Wir haben die Gäste auch gefragt, ganz viele Farben anzuziehen heute Abend. Und dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Alle sind fröhlich. Kurze Zeit später aber ist Marthe Marais schon wieder in ihrer üblichen Arbeitskleidung unterwegs, denn während die Gäste drinnen ein Drei-Gänge-Menü und edle Weine genießen, muss sich die Zugchefin zusammen mit ihrer Crew um frisches Wasser für die Waggons kümmern. Wir müssen jetzt den Zug ausfüllen mit Wasser. Das ist das letzte Bahnhof oder Station, wo wir Wasser bekommen können. Und dieses Wasser ist auch sauber. So, jetzt können wir das für den Zug benutzen. Wir brauchen noch Wasser für morgen früh, für die Leute zum Duschen und auch bestimmt in der Küche. So, wenn wir wieder in Südafrika sind, in Mafeking, dann können wir den Zug ausfüllen. Marthe kennt den Zug in- und auswendig. Seit 14 Jahren ist sie dabei, hat es vom Zimmermädchen zur Zugchefin gebracht. Nur Zeit zum Schlafen oder Essen bleibt ihr nun kaum noch. Nachts bin ich normalerweise wach, fast die ganze Nacht. Ab und zu schlafe ich durch den Tag, morgens früh habe ich ein bisschen Zeit, das zu machen. Dann ist mein Deputy Manager in charge. So, und Essen macht man zwischendurch. Wenn man Hunger hat, dann isst man. Und es liegt eine lange Nacht vor der Zugchefin, denn am nächsten Tag